Wenn auch du als Coach arbeiten und fundierte Coaching-Methoden mit wirksamen Achtsamkeitstechniken verbinden möchtest, um Menschen durch Transformationsprozesse zu begleiten, und wenn du dein eigenes Coaching-Business gründen und dich wirksam am Markt positionieren willst, dann sichere dir jetzt einen der begrenzten Ausbildungsplätze der Mindful Masters Coaching-Ausbildung. Alle Infos findest du auf www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und hier geht es heute darum, wie du in einen Zustand der Fülle kommst. Denn ganz oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir uns selbst blockieren von diesem Zustand, dass wir eine unsichtbare Mauer bauen, eine Blockade, die dann ja sich aufbäumt zwischen uns und dem Zustand, den wir uns eigentlich wünschen. Und diese Blockade nennt sich Worte und Gedanken, denn unsere Worte und Gedanken haben ein immenses Gewicht. Früher war mir das gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Heute weiß ich, dass meine Worte und meine Gedanken meine Realität erschaffen. Oder anders gesagt, sie tragen einen Großteil zu meiner Realität bei. Mir ist klar geworden, ja, welche Macht meine Worte und meine Gedanken haben. Jedes Wort, ganz egal, ob wir es als Gedanken uns selbst gegenüber formulieren oder ja als ausgesprochenes Wort eben zu einem anderen Menschen sagen, ist mit einer Intention geladen. Eine Intention, mit der wir dieses Wort eben durchdringen. Und manche Wörter, ja, die haben eine wirklich nicht dienliche Intention und die sollten wir streichen aus unserem Repertoire, sowas wie nie oder ich reiche nicht. Das sind so Wörter, ja, die haben eigentlich nichts zu suchen bei uns. Streich die aus deinen Dialogen, ganz egal, ob aus deinen inneren Dialogen oder eben deinen äußeren Dialogen, denn sie blockieren dich. Sie stehen zwischen dir und der Realität, die du eigentlich möchtest. Und ja, der Realität, die möglich ist, die du dir wünschst. Diese Worte verkörpern nicht die Art von Intention, die du in deinem Leben haben möchtest. Schaff dir stattdessen eine positive Realität. Nutze dafür Worte und Gedanken mit einer positiven Intention. Es gibt ja diesen schönen Satz, if you can think it, you can do it. Und glaub mir, ich habe lange gedacht, ach, das geht doch nicht. Das ist doch einfach nur schön geredet. Und obwohl ich schon immer ein spiritueller Mensch war, war mir das, du musst doch nur positiv denken, immer zu flach. Und das ist es mir auch heute noch, ist mir zu flach. Denn mir ist schon bewusst, nur weil ich positiv denke, heißt das nicht, dass ich keinen Schmerz empfinde oder dass mir keine Probleme begegnen. Hell no. Ich weiß, wie sich Schmerz anfühlt und ich weiß auch, wie dunkle Zeiten aussehen. Aber ich bin trotzdem offen für Gutes. Ich glaube daran, dass das Gute für mich möglich ist. Das, woran ich glaube, wird dadurch, durch eben diesen positiven Glauben, immer größer. Und meine Möglichkeiten werden immer größer. Das
was ich lebe, was heute meine Realität ist, wäre niemals meine Realität geworden, wenn ich nicht eine positive Intention hätte, wenn ich nicht daran glauben würde. Früher war meine Welt ziemlich, ziemlich klein, ehrlich gesagt, weil ich gelenkt wurde, beziehungsweise mich selbst gelenkt habe von kleinen Gedanken, von sorgenvollen Gedanken, von ich bin klein Gedanken, von das geht niemals. Ich glaube, das war so das, ja, was ich ganz oft für mich selbst so formuliert habe. Ja, das geht eh nicht. Ja, nee, das geht. Und seit ich eben diesen positiven Dialog habe und selbst daran glaube, merke ich, ja, diese Möglichkeiten sind da und die werden sogar immer, 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 immer größer. Meine Welt und meine Möglichkeiten werden immer größer. Und ich male mir eben auch nicht mehr ständig irgendwelche schmerzhaften Szenarien aus, die in Wahrheit gar nicht so existieren. Und ich mache mich auch nicht klein und ich beschränke mich nicht. Und wenn dann wirklich Hürden auftauchen auf dem Weg, dann kann ich die aus meiner inneren Stärke ganz anders meistern, als wenn ich mich vorher schon die ganze Zeit klein geredet habe oder meine Welt klein geredet habe. Und ich sehe dann auch ganz andere Möglichkeiten, um eben diese Hindernisse zu überwinden, weil ich grundsätzlich die Haltung habe und ja auch der Überzeugung bin, ja, die Welt ist groß und es gibt nicht nur diesen einen Weg. Ja, ich bin eben nicht mehr abhängig nur von dem einen Resultat. Und das ist bei dir genauso. Wir haben so eine Angst, oft zu scheitern, bei dem, was wir uns wünschen. Und wir haben so eine Angst davor, Fehler zu machen, dass wir gar nicht erst losgehen. Aber es geht eigentlich darum, das, was wir wirklich uns wünschen und was wir auch verdient haben. Du hast das verdient, all das, was du dir in deinem Leben wünschst. Du hast das verdient. Und es gibt vielleicht nicht diesen ganz geraden, linearen Weg dahin. Aber das braucht es auch nicht. Denn du wirst andere Wege finden. Du wirst Umwege finden, du wirst Abkürzungen finden. Ja? Wenn du eben der Überzeugung bist, ja, das habe ich verdient, das hole ich mir in mein Leben. Du bist eben nicht mehr abhängig von reibungslosen Abläufen, um es mal so zu sagen, sondern du entwickelst auch eine Freude daran, dir die Fülle in dein Leben zu holen. Ja, denn du bist Fülle und du bist auch in der Fülle. Du schwebst im Weltall deiner Möglichkeiten. Du bewegst dich in einem Universum von Möglichkeiten und gleichzeitig bist auch du selbst ein Universum voller Möglichkeiten. Und ich habe eine Visualisierung hier in dieser Podcast-Folge, also jetzt, die dir hilft, in deine Fülle zu kommen, in den Zustand der Fülle zu kommen. Setz dich hierfür gerne bequem auf dein Sofa oder auf einen Stuhl, ganz egal, da wo du jetzt gerade bist, oder auf eine Parkbank. Und du kannst dich natürlich auch in dein Bett legen oder aufs Sofa legen, wenn sich das jetzt anbietet. Und dann schließ deine Augen. Und atme ein. Und aus. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Und du spürst jetzt, wie du deine Sinne
nach innen ziehst, deinen Fokus nach innen richtest, mit der Einatmung und der Ausatmung. Und ich lade dich jetzt ein, dir die Frage zu stellen, was bedeutet Fülle für mich? Und das kann ganz Verschiedenes sein. Vielleicht steht Fülle für dich für Freunde. Vielleicht bedeutet Fülle für dich Familie oder eine andere Form der Gemeinschaft. Vielleicht ist Fülle für dich ein neues, schönes Zuhause, ein Ort der Ruhe. Vielleicht bedeutet Fülle für dich finanzielle Fülle, Geld. Vielleicht aber auch Gesundheit, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Oder ein Job, der dich komplett erfüllt. Was bedeutet Fülle für mich? Frag dich selbst diese Frage und beantworte sie dir. Und lass die Antworten kommen. Es können ganz unterschiedliche Antworten sein. Fülle kann vieles sein. Du musst dich nicht auf eins beschränken. Lass all die Antworten kommen. Und gleichzeitig lass alle Selbstverurteilung los. Lass jedes, das geht eh nicht, für mich ist das nicht bestimmt. Lass das los. Lass die Antworten der Fülle kommen. Und lass alle Selbstverurteilung los. Die Fülle ist für dich bestimmt. Du verdienst Fülle in jeder Hinsicht. Und stell dir jetzt vor, wie du durch einen Wald läufst. Die Sonne scheint durch die Wipfel der Bäume. Du legst deinen Kopf nach hinten und blickst empor in den Himmel und siehst, wie hoch die Bäume sind. Die kühle und frische Waldluft streicht sanft über deine Wangen. Und du gehst weiter durch den Wald. Und während du den Waldweg entlang läufst, bist du jetzt umgeben von Fülle, umgeben von deiner ganz persönlichen Fülle. Visualisier dich dort im Wald, deiner Fülle. Und jetzt geh zu jeder Sache oder jeder Person, die für dich für Fülle steht, die Fülle verkörpert und sage, ich bin es wert, dich in meinem Leben zu haben. Ich bin es wert,
dich in meinem Leben zu haben. Das ist mein Herzenswunsch. Schau dir ganz bewusst nochmal deine Fülle an. Die Person, die für dich für Fülle steht. Oder die Sache, der Zustand, der für dich für Fülle steht. Ob das deine Gesundheit ist, ob das dein Job ist, ein schönes Zuhause. Es können auch mehrere Sachen sein. Schau dir deine Fülle an. Geh zu jedem dieser einzelnen Aspekte von Fülle, schau sie dir an und sag: Ich bin es wert, dich in meinem Leben zu haben. Das ist mein Herzenswunsch. Ich bin es wert, dich in meinem Leben zu haben. Lass die ganze Fülle wissen, dass du sie verdienst. Und jetzt atme noch einmal ganz tief durch. Und wiederhole dreimal: Ich kann mir die Fülle vorstellen. Also kann sie meine Wirklichkeit sein. Ich kann mir die Fülle vorstellen. Also kann sie meine Wirklichkeit sein. Ich kann mir die Fülle vorstellen. Also kann sie meine Wirklichkeit sein. Und wenn du bereit bist, dann öffne jetzt langsam deine Augen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast, und in Fülle wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.